Okay, da bin ich wieder mit Episode 16, glaube ich, ja, von Prey. Das Phantom, das wir letztes Mal gesehen haben, ist gerade eben in diesen Raum hier reingegangen. Und es geht gerade eben wieder raus. Ich nehme mal stark an, das werden wir... Ja, okay, es hat mich gesehen. Ja gut, in dem Fall Angriff. Das kann ja nur gut gehen. Leck mich. Verdammtes Phantom. Wo bist du hin? Du bist bestimmt nicht tot, oder? Ich habe doch bloß ein paar Mal draufgehauen. Bist du in den Raum reingegangen? Nö. Phantom? Keine Ahnung. Ist es irgendwie versehentlich ins Feuer reingesprungen und gestorben oder so? Oh. Oh nein, nein, jetzt echt eine Mimik. Nachdem ich es furchtlos mit dem Phantom aufgenommen habe, werde ich von einem Mimik getötet. Okay. Ah, jetzt steht es noch da vorne. Okay. Auch gut. Wir hätten immer noch so ein paar Explosivkanister. Da könnten wir vielleicht noch was draus machen, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht. Vielleicht könnte ich es auch ins Feuer reinlocken. Die sind ja ziemlich dämlich, diese Viecher. Ach, verdammt, ich habe wieder vergessen, dass der Typ, dieser Explosivkanister ja ein Mimik ist. Oh, scheiße. Und ich habe nicht nachgeladen. Das macht die Sache auch nicht leichter. Nee, das habe ich verfehlt. Jetzt habe ich ihm eigentlich einen Schutzwall dahin geleimt, anstatt. Ja. Anstatt das einzuleimen. Okay, also zuerst mal diesen Mimik hier erledigen. Den da. Oh shit. Vielleicht rennt er jetzt ins Feuer rein. Und oh scheiße. Oh scheiße, oh nein, 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 nein. Mit einem Phantom allein ist es schon schwierig genug. Aber wenn da noch so ein Mimik von der Seite kommt, das ist immer ganz blöd. Ich meine, ein Phantom, das kann man eigentlich schon gut lösen inzwischen. Ich habe ja auch ordentlich Waffen. Ich will da nicht zu viel Zeug verbrauchen. Ich könnte auch meine Psi-Fähigkeit jetzt nutzen, die ich ja inzwischen habe. Aber ich will halt ein bisschen sparsam sein immer. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Weil allzu viele Ressourcen haben wir gerade jetzt nicht mehr. Na also, Mistvieh. Und wegrennen. Bevor das Phantom mich sieht. Und mal kurz speichern, dann haben wir das schon mal erledigt. Und jetzt können wir eigentlich mal sehen. Wir könnten hier rein, hier die Tür verschließen und dann hier durchfeuern im Prinzip. Die Sache ist nur, er kann auch hier durchfeuern. Und eigentlich will ich gar nicht so viel Munition verbrauchen. Insofern ist es blödsinnig, hier durchfeuern zu wollen. Die Fenster hier sind bruchsicher. Da kann er nicht durch und ich auch nicht. Hat ein bisschen Schaden genommen, irgendwoher. Woher genau, weiß ich nicht. Na, schade, wenn er jetzt da stehen geblieben wäre, neben dem Kanister, dann hätte ich darauf schießen können. Das hätte vielleicht was geholfen. Jetzt steht er da vorne, da kann ich ihn überhaupt nicht erreichen. Puh. Ja, da kann er mich sehr gut treffen, aus diesem Winkel. Das ist nicht so toll. Was haben wir denn noch so an Waffen? Funktioniert das wirklich gegen ein Phantom? Ich glaube nicht so richtig, oder? Wo ist er denn jetzt wieder hin? Wir könnten auch das Geschütz nochmal reparieren. Keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Wo ist denn das Geschütz? Ach, da. Oh, aber wir haben halt echt nicht mehr so wahnsinnig viele Ersatzteile. Und für ein Phantom will ich jetzt eigentlich nicht Ersatzteile einsetzen. Wir könnten mal ausprobieren, ja. Wie diese Pistole eigentlich bei einem Phantom wirkt. Nicht besonders, oder? Nee, aber das Phantom ist ziemlich verletzt eigentlich. Ich weiß nicht so richtig woher, durch mich nicht, jedenfalls nicht. Na, ich Idiot, bin da an der Wand hängen geblieben. Ah, ich Trottel. Es ist wahrscheinlich irgendwo ins Feuer gelaufen und war deswegen schon ziemlich verletzt. Das war ein Vorteil, den ich jetzt nicht hätte verschenken sollen.
Ja, versuchen wir doch einfach, ob wir es noch öfter ins Feuer locken können. Ja, ist es. Steht es im Feuer? Es brennt immerhin, ja. Okay. Bei wie viel Gesundheit ist es noch? Bei halber. Das ist doch schon mal ganz gut, das speichern wir. Oh, Scheiße, oh, Scheiße. Okay, da will ich dich nicht stehen haben. Lauf einfach nochmal ins Feuer. Komm, komm, lauf ins Feuer. Es wäre halt echt schön, wenn wir ab und zu mal ein bisschen Munition sparen könnten und... Ja, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn du einfach nochmal ins Feuer laufen würdest. Oder aber... Wir machen das Ganze so. Ah, du bist schon im Feuer. Sehr schön. Ich habe auch nicht mehr viel Leim. Da muss ich auch aufpassen inzwischen. Oh, was ist jetzt mit... Okay, und es ist abgestürzt. Aber ganz normal abgestürzt, also zum Desktop. Schade, das ist jetzt der erste Absturz seit Episode 3, glaube ich. Aber es ist kein schlimmer Absturz, wie gesagt. Die Aufnahme läuft noch. Immerhin habe ich die nicht verloren. Na gut, dann steigen wir da gleich nochmal ein. Okay, da bin ich wieder. Ich hoffe, es nimmt auch auf. Ich konnte das jetzt nicht kontrollieren, weil ich bin hier so... Also ich bin hier gestartet und das Phantom stand direkt da draußen und hat sofort auf mich gefeuert. Da war nicht mehr viel Zeit, noch irgendwas nachzuprüfen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alles gut läuft. Was nach diesem Absturz hier gerade eben vielleicht ein bisschen naiv ist. Wo ist es jetzt hin? Ist es vielleicht doch nochmal ins Feuer gelaufen? Und gestorben? Das wäre fast ein bisschen zu viel Glück, oder? Nee, nee, es läuft bestimmt noch irgendwo hier rum. Phantom? Aber ich sehe es nicht mehr. Also... Tja, dann... Aber ich kann auch keine Leiche oder sowas finden. Das ist nicht so wirklich beruhigend. Ah, doch hier. Phantomleiche. Hat er sich irgendwie selber umgebracht oder so? Wenn ja, dann danke dafür. Oh. Verdammt. Ah, die verwandeln sich jetzt ständig in Explosivkanister. Ja, wenn ich ordentlich geheilt wäre, dann würde ich natürlich nicht gleich sterben, aber ich meine, wir kommen so auch durch. Jetzt wissen wir es ja. Oh, das ist ein großer Mimik. Ah, verdammt, ich habe ein bisschen zu spät geschossen. Einen Moment zu spät. Ja, die großen Mimics, die gehen leider nicht so leicht unter. Ich sollte mal nachladen, bevor ich mich mit dem hier anlege. Okay, einen Schuss habe ich da jetzt doch mal einfach reingefeuert. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. War hier irgendwo ein Fabrikator oder ein... Nee, das ist... Nee, Sicherheitsstation. Operator Dispenser. Da hatten wir Operatoren. Ach, scheiß drauf. Ja, wir hätten hier Operatoren anfordern können. Beantragen neuen Operator. Die uns hier vielleicht geholfen hätten. Transfer, Kobold, ja, das hätten wir vielleicht ein bisschen besser ausnutzen können. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Aber ist jetzt auch egal. Ist jetzt eben so, wie es ist. Wir sind auch so durchgekommen. Gut, dann werden wir wohl hier lang gehen müssen, weil ich meine, hier haben wir jetzt ja nicht mehr... Moment mal, Terminal, Download-Station. Haben wir hier oben noch einiges zu tun? Das sollte ich vielleicht mal vorher überprüfen, ob ich hier noch was zu tun habe. Sieht fast so aus. Dieses Geschütz hier läuft noch, ja? Okay. Ich hoffe mal, da sind jetzt keine neuen Kreaturen drin. Sieht nicht so aus. Nee, hier ist alles sauber. Ach, da war ja noch. Genau, hier war noch ein Recycler.
Aber so wahnsinnig viel zu recyceln haben wir jetzt gerade gar nicht. Ja, genau, hier ist alles sauber, ja, ganz klar. Also spätestens als ich Geräusche hinter mir gehört habe, hätte ich vielleicht auf den Gedanken kommen müssen, dass hier doch nicht alles sauber ist. Wo? Welches Ding hier ist der Mimik? Da. Da ist er. Gut. Einleimen und weichklopfen. Da. Okay, ja doch, das war's. Speichern. Und nochmal kurz überprüfen, ob es das jetzt hier wirklich war. Kann zumindest nichts mehr sehen. Den könnte ich eigentlich jetzt auch kurz nehmen und dann einfach auch verwerten hier im Recycler. Wo habe ich ihn denn jetzt? Ach da, genau. Da den ganzen Schrott übertragen noch und ansonsten das übertragen wir auch mal. Ja, das reicht dann erstmal. Gut, sehr viel haben wir da jetzt nicht rausbekommen. Aber besser als gar nichts. Ja, das Ding brauche ich jetzt nicht mehr. Da haben wir immer noch nicht den Code leider. Und Hacking 4 habe ich auch nicht. Was wollten wir jetzt hier noch machen? Irgendwas scheinen wir machen zu müssen. Aber hier kann ich doch überhaupt nichts mehr machen, oder? Wahrscheinlich muss ich hier noch irgendwas... Ich schaue gleich mal in den Zielen nach, aber ich glaube, hier habe ich wirklich noch was Dringendes. Ah, ja, genau, hier. Zündschlüssel, genau, den muss ich ja noch. Deswegen bin ich ja eigentlich hier, um diesen Zündschlüssel zu kopieren. Na? Oh, ich habe die Neuromods nicht mitgenommen. Okay, warum haben wir jetzt... Ach nee, das sind die von unten noch. In diesem komischen offenen Raum da unten. Ich dachte irgendwie, das Klassi wäre ein bisschen sicherer. Morgan, Alex hat sie eingesperrt. Ich kann von hier nichts gegen die Verriegelung tun, aber ich habe versprochen, ihnen zu helfen. Hören Sie zu. Die Datenzentrale besteht aus mehreren Datenspeichermodulen, die von der Station abgeworfen werden können. Das ist ein redundantes Backup-System. Das ist Ihr Weg nach draußen. Sehen Sie auf meinem Arbeitsterminal nach. Dort ist ein Hilfsprogramm, das einen der Speicher öffnet. Sobald Sie drin sind, suchen Sie nach der manuellen Entriegelung. Dann ist Ihr Arsch im Weltraum, so wie meiner. Wenn es Ihnen gelingt, reinzukommen, schulden Sie mir was. Bringen Sie den Hurensohn um, der Abby wehgetan hat. Sonst suche ich Sie heim. Okay. Also ich glaube, eine Sache können wir schon mal mit Sicherheit sagen. Das Spiel wird nicht so bald enden, wie ich das am Anfang der letzten Episode befürchtet habe. Das wird schon noch einige Episoden dauern. Wir müssen jetzt erstmal wieder hier hinkommen. Wir müssen ja noch den zweiten Schlüssel von Alex holen. Das wird auch nochmal eine Weile dauern, bis wir da hinkommen. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier irgendwie durch den Weltraum zurück zur Station schweben, dann nochmal in die Lobby und noch ein paar andere Aufgaben erfüllen. Also es wird schon noch eine ganze Weile sich hinziehen, denke ich mal. Da ist ja auch noch Zeug. Wieso habe ich das... Nee, dich will ich nicht. Wieso habe ich das alles liegen lassen? Da auch. Ich habe das hier nicht wirklich gründlich durchsucht, muss ich sagen. Recyceln wir das auch noch schnell. Und... Ja doch, die behalten wir mal. Die nicht, das Bier nicht. Das können wir wegtun. Das hat sogar ganz gut Metall gebracht. Okay. Jetzt müssen wir den Zündschlüssel, aber den müssen wir doch erst noch... Müssen wir den nicht erst noch irgendwie... Ja genau. Fabrizieren. Metall, ausgerechnet Metall natürlich, aber ich meine, was sollte er sonst brauchen? Ist irgendwie logisch. Das ist ein Zündschlüssel? Das sieht komisch aus. Wie ein mittelalterliches Folterwerkzeug. Aber okay.
Das ist ihr Terminal, da soll ich jetzt hier mich quasi abkoppeln. Aber vorher würde ich noch gerne wissen, was ich eigentlich hier machen soll. Dazu schauen wir jetzt nochmal hier in die Ziele rein. Ziele. Ja, es sind immer noch ein ganzer Haufen Ziele. Ja, hol dir Alex Zündschlüssel. Herstellung mit Hilfe eines Backups, öffne den Datenspeicher. Ja. Tracking Armband, genau. Aktiviere Grant Lockwoods Tracking Armband. 1129 wurde entlassen und sollte die Station mit dem letzten Shuttle zur Erde verlassen, aber ist nicht an Bord des Shuttles gegangen. Okay, 1129 soll ich aktivieren. Hier soll ich das aktivieren. Okay. Tracking Armband aktiviert. Gehe zur Datenzentrale. Ja, habe ich doch gemacht. Und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Finde Grant Lockwood Außenbereich, okay. Ja gut, da werden wir sowieso hingehen in den Außenbereich. Ganz weit nach draußen. Sobald ich hier mich abgekoppelt habe. Und genau das werden wir jetzt machen. Programme ich hier wahrscheinlich? Nee. Was hat sie gesagt? Was muss ich hier tun? Ladungspläne, Schatzkarte. Nee. Datenspeicher A, Datenspeicher B. Ich schaue nochmal kurz nach, was genau ihre Anweisungen waren. Öffne den Datenspeicher, Datenzentrale. Ja, okay. Welchen Datenspeicher? Bereits ausgeworfen. Okay. Öffne den Datenspeicher, ja. Und jetzt? Jetzt haben wir hier offensichtlich alles erledigt, aber es hat sich jetzt nicht wirklich viel getan. Ich dachte irgendwie, jetzt wird irgendwas Spektakuläres passieren, aber bislang ist hier gar nichts passiert. Ach, jetzt müssen wir doch, verdammt, jetzt müssen wir doch dadurch. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Hier habe ich wenig Lust reinzugehen. Vor allem habe ich auch keine Möglichkeit hier reinzugehen, weil ich komme hier nicht durch. Und wir haben hier immer noch einen Weber drin. Der höchstens etwas angekokelt ist durch die ganze Elektrizität, aber ansonsten noch bei recht guter Gesundheit, glaube ich. Kann ich mal kurz die Karte sehen? Da ist nur ein Raum und in den kommen wir nicht rein. Ja. Okay, wie genau sollen wir da rüberkommen? Gibt es hier irgendwie einen Weg, der darüber führen könnte? Womöglich ja. Das sieht so aus, als könnte es da einen Weg geben. Mit viel Klettern. Komm schon. Ja, das sieht gefährlich aus, was wir hier treiben. Das ist alles nicht wirklich in Ordnung hier. Ja, da ist ein Weg. Einer, der uns vermutlich töten wird. Der Weber ist, wie gesagt, ein bisschen angekokelt, aber nicht so richtig. Ja, okay. Und die größere Gefahr ist natürlich die Elektrizität da drüben. Ich habe keine Möglichkeit gesehen, bislang den Strom abzustellen. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Oh, das war nicht gut. Okay, haben wir uns selbst umgebracht. Nicht das erste Mal, glaube ich, in diesem Spiel. Ja, ich müsste da ganz schnell vorbei eigentlich. Nein, noch schneller. Ja gut, ich meine, irgendwie muss ich hier vorbei. Ich weiß nicht, wo ich den Strom abstellen soll. Irgendwie muss das hier funktionieren. Verdammt! Ich habe doch den Blitz abgewartet und dann... Es tötet mich aber sofort. Ich könnte natürlich auch versuchen, nicht hier rüber zu gehen, sondern hier drauf... Nee.
hier drauf zu springen, falls ich das richtig. Aber ich meine, First-Person-Platforming ist immer so ein bisschen hakelig. Okay. Da drauf. Da sind wir einigermaßen sicher. Nochmal kurz speichern vielleicht. Dann hier rüber. Dann dahin. Und jetzt was? Einfach da runterspringen, mitten unter die Aliens. Das scheint mir ehrlich gesagt keine so wirklich tolle Idee. Verdammt, das war ein waghalsiger Sprung. Da drüben. Da drüben ist der Ort, an den wir müssen. Vielleicht können wir hier einfach vorbeilaufen, ohne es mit denen wirklich aufnehmen zu müssen. Ist das Öl da unten? Könnten wir das anzünden? Oder könnten wir vielleicht einfach. Ja, das hat nicht so wahnsinnig viel gebracht, glaube ich. Nee, der scheint nicht so richtig feuerempfindlich zu sein. Der scheint überhaupt nicht feuerempfindlich zu sein. Nee, das hat uns nur eine Kugel gekostet und hat ihm nichts geschadet. Ich meine, der schwebt ja auch über dem Feuer. Ist halt aus dieser Perspektive ein bisschen schwer zu erkennen. Oh, verdammt, nochmal. Okay, wir sind runtergefallen. Laufen, 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 laufen. Okay. Wenn jetzt die Türen hinter mir schließen würdet, wäre das ganz toll. Ich nehme an, ich tue hier gerade das Richtige. Hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Ja. Wir schweben im Weltall. Okay. Das ist anscheinend nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber ja, gut, das dürften wir inzwischen gewohnt sein. Ich könnte mal kurz die Aufnahme sichern, während das hier leert. Gravitation entdeckt. So, und da bin ich schon wieder, ja, okay. Nein, nichts, was die Erinnerungsbildung stört. Ja, solche Visionen hatten wir schon öfter in letzter Zeit. Okay, wir werden wohl hier irgendwie rausschweben müssen, weil hier drin zu bleiben scheint jetzt nicht. Ach, wir können hier gar nicht raus. Das ist ein bisschen suboptimal. Können wir hier raus? Können wir. Wir können jetzt wahrscheinlich nicht einfach hier die Scheibe einschlagen, oder? Ja, das wäre eine verdammt billige Scheibe. Was ist denn hier? Hier können wir. Nein, nein, nein. Ach, verdammt, das Schweben ist immer so anstrengend. Aber da ist auch nichts. Nichts hier oben, was wir tun könnten, oder? Wieso atmet der so schwer? Ach, da ist auch eine Glasscheibe, die wir nicht zerstören können. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Was genau tun wir hier gerade? Und wie genau kommen wir hier vorwärts? Ich hoffe, wir entfernen uns jetzt hier nicht immer weiter und weiter von unseren Zielen. Nein, wir schweben in gleicher Entfernung immerhin. Das heißt, wir haben wohl einigermaßen Zeit, uns das hier zu überlegen, wie wir hier rauskommen sollen. Aber ich sehe jetzt nicht besonders viel in diesem Raum hier. Da kann ich ja nichts tun, nichts öffnen. Luftschleuse? Kann ich da irgendwas? Nee, da habe ich doch gerade. Ah, da ist doch ein Knopf, ich Idiot. Ja, das hat ja verdammt lang gedauert, bis ich den Knopf gefunden habe. Sind versiegelt, aber es gibt da eine Öffnung im Frachtraum. Ich glaube, sie kommen von dort auf die Station zurück. Okay. Kann ich das da untersuchen? Dieses Dings hier? Ich bin versucht, da mal hinzufliegen und zu schauen, was es da so gibt. Ob es da. Nein, 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 Moment, Moment. So. Die Cystoin, damit werde ich es wohl noch aufnehmen können. Oh, verdammt. Daneben. Scheiße. Ja, komm schon. Okay.
Ich sollte echt ein bisschen sparsam mit meinem Leim umgehen. Nee, da kann ich jetzt überhaupt nichts sehen. Ich bin immer so schnell orientierungslos hier. Kann man da rein? Ja, doch, man kann, aber da ist nichts drin, oder? Oh, doch, einiges. Sie sind außerhalb Ihres Gefängnisses. Vielleicht wollen Sie fliehen. Fliehen? Es ist nicht sicher dort draußen. Aber das wissen Sie ja. Sie haben Kopfschmerzen? Sehen Dinge? Das ist kein Fieber. Sind keine Halluzinationen. Etwas kommt. Schneidet es sich durchs All. Wenn wir noch hier sind, wenn er kommt, er schreit so laut, dass wir ihn in unserem Kopf hören. Er ist noch weit weg, aber er kommt näher. Er wird ihr Gefängnis fressen, jeden an Bord. Und er wird immer noch Hunger haben. Wohin wird er dann gehen? Ich sehe sie bald wieder in ihrem Gefängnis, M.U. Mein Gott, der Typ labert und labert. Okay, das hat sich doch gelohnt, da mal hingeflogen zu sein. Wir sollten in den Frachtraum, hat sie gesagt, oder? Ich meine, hier gibt es mehrere Einstiege. Wir haben ja schon so ein paar Einstiegspunkte. Auch, ja, quasi erobert. Von den Aliens im Laufe des Spiels. Der Hauptaufzug gehört allerdings nicht dazu. Den haben wir noch nicht freigeräumt. Da war ich letztes Mal zu feige. Gut, in den Frachtraum, da sollten wir sowieso noch so ein geheimes Paket oder sowas suchen, glaube ich. Insofern gehen wir da doch mal hin. Oh, verdammt, ich Idiot! Oh, scheiße, ich lade das mal kurz. Wir haben unseren Anzug so stark beschädigt, als wir da dagegen geprallt sind. Ich schätze da immer die Geschwindigkeit falsch ein. Wenn ich da so durch den Raum schwebe. Ich kann das immer schlecht einschätzen, wie verdammt schnell wir da sind. Und wir sind verdammt schnell. Ja, trotzdem nicht so schnell, dass wir jetzt hier irgendwie bald mal zum Ziel kommen würden. Aber 16 Meter die Sekunde ist schon eine Menge, da sollte man nicht gegen irgendwas prallen. Ah, das sind nochmal Zystoiden. Menschliche Leiche, habe ich die noch gar nicht untersucht da drüben? Wahrscheinlich nicht, oder? Speichern wir nochmal kurz. Die Leichen nehmen wir jetzt auch noch mit. Also nicht die Leichen, aber was sie so bei sich haben. Ja, das war jetzt auch nicht so wahnsinnig klug, aber ich will das nicht schon wieder laden müssen. Jetzt erstmal zur Leiche, den Schwamm hier sollten wir... Ich sollte ein bisschen mehr vorhalten. Wieso schieße ich so schlecht? Bitte hören Sie mir zu. Mir geht der Sauerstoff aus. Und ich habe keinen Raumanzug. Nach einem Unfall im Frachtraum war ich gezwungen, mich in diesem Container zu verschanzen. Aber ich kann hier drin nicht an die Station andocken. Okay. Moment mal. Wo genau ist der Typ? Ich habe hier so viele Ziele, dass ich nicht genau weiß. Ach, der da. Okay, in diesem Container hier. Ja, dann lassen wir die Leiche erstmal Leiche sein. Ich habe keinen Code dafür, aber ich kann ihn hacken. Das sollte theoretisch funktionieren, wenn ich mich jetzt nicht total dämlich anstelle. Okay. Halt! Was tun Sie da? Hören Sie auf, verdammt! Hör! Oh. Ich hätte nicht öffnen sollen. Eigentlich wollte ich ihn retten, aber... Das war jetzt wohl nicht so ganz das, was... Vielleicht laden wir nochmal schnell. Schädliche Atmosphäre entdeckt.
Ja gut, ich meine, was sollten wir machen? Um den Typ hier zu retten. Wenn ich darf nicht aufmachen, was soll ich dann machen? Schauen wir mal kurz in die Ziele rein. Ziele, Dr. Igne, Containernummer herausfinden, das kann ich. Steht hier drauf. 2, 3, 1, 2. Und jetzt? Was jetzt? Docke Dr. Igwes Container an, Außenbereich. Wie soll ich das machen? Kann ich ihn mit dem Undock-Terminal in Sicherheit bringen, bevor ihm der Sauerstoff ausgeht? Okay. Okay, wie genau soll ich das machen? Mit dem Undock-Terminal? Ah, hier, okay. Oh, verdammt nochmal. Oh, verdammt. Ja, das war scheiße. Da hätte ich besser drauf aufpassen sollen. Okay, da ist das Undock-Terminal. Wo kamen jetzt diese Zystoiden her? Von hier. Von diesen Nestern. Oh je. Ich müsste halt auch mal treffen, verdammt nochmal. Ich sehe Sie morgen. Wir haben den Frachtraum verschlossen und sicher. Fürs Erste. Das sind Sie sicher? Dank der Explosion gibt es keine Luftschleuse mehr. Vielleicht können Sie was mit den Frachtcontainern anfangen. Ja. Erstmal muss ich hier an dieses Undock-Terminal und diesen Igwe sichern. Der hat nur noch für ein paar Minuten Luft. Halt. Nein. Ein bisschen Schub nach vorn. Ein bisschen drehen vielleicht mal. Okay. Containernummer eingeben. Was war die Containernummer? Ich habe sie vergessen. Ziele. Verdammt, die steht nicht drin. 2213 war sie, oder? Ich glaube 2213. Oh, verflucht nochmal. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich dachte, das Spiel würde das speichern, wie es das immer tut. Das muss doch hier irgendwo stehen, oder nicht? Moment, hier. 2312, da steht's ja auch. Ich habe hier bei dem falschen Ziel gesucht. Ich habe schon wieder vergessen. Verdammt nochmal. Jetzt war ich so froh, dass ich sie gefunden habe, dass ich sie mir gleich wieder nicht gemerkt habe. 2312, okay. 2312. 3, 1, nein, zurück. 1, 2, so. Ja, Frachtcontainer andocken, das wäre gut. Nicht öffnen, das haben wir gerade eben schon gemacht, das war überhaupt nicht. Okay. So lange können wir uns das hier schon mal anhören, ja? Hey, Jessica. Endlich. Ich dachte, ich sterbe in dieser Kiste. Ah, okay, jetzt hat er uns unterbrochen. Luft auf der Talos mit einer Spur von Nikotin und Desinfektionsmitteln duftet wie der Frühling. Danke, Dr. Yu. Aber ich dachte, wie ich sehe, sind Sie nicht mehr im Hamsterrad der Erinnerungen. Ich hoffe, Sie kommen vorbei. Wäre schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich übermittle den Code für die Kiste, in der ich war. Okay, können wir jetzt nochmal das Ding anhören? Ach, können wir nicht. Sie haben Dr. Igwe gefunden. Er arbeitete im Simulationslabor und in der Psychotronik. Er könnte uns helfen. Wird aber wohl Ihre Mission nicht gutheißen. Trotz allem, was er erlitten hat. Ich muss jedoch anmerken, dass er Sie und Alex immer bewundert hat. Okay, können wir uns jetzt mal dieses Ding hier anhören? Hey. Jessica, haben Sie kurz Zeit? Ich habe heute frei. Ja, aber können Sie mich nochmal durch die Containerandockung leiten? Ich habe das Training verpasst. Grant! Bitte, wenn ich Gus nochmal darum bitte, flippt er aus.
Das ist eine Leiche, die will ich auch noch. Terminal zum Andocken der Frachtkisten? Ja. Geben Sie als erstes die Bearbeitungsnummer des Containers ein, den Sie andocken wollen. Wo finde ich die Nummer? Sehen Sie auf dem Container nach Grant. Steht außen drauf. Wenn Sie die Nummer eingegeben haben, erscheinen einige Optionen. Wählen Sie andocken, das ist alles. Der Container dockt dann alleine an, oder? Ja, Grant, er dockt alleine an. Sie bewegen sich alle automatisch. Und mit Öffnen öffnet man den Container? Ja, aber es können nie beide Seiten gleichzeitig offen sein. So bleibt der Druck im inneren Bereich der Ladezone stabil. Auch wenn die Tore des Frachtraums offen sind. Okay, ich denke, ich hab's. Danke, Jazz. Jazz? Hey, sind Sie da? Okay, bis dann. Ich hasse diese Mistviecher. Okay. Haben wir die nächstes Mal erledigt. Was müssen wir hier noch machen bei diesem Container? Ist das der von Ikwe jetzt, der hier angedockt hat? 3275, das scheint er zu sein, ja. 3275. Jetzt können wir hier aufmachen. Und können da rein. Ja doch, bei der menschlichen Leiche war ich schon. Da ist noch eine. Okay, bevor ich jetzt da mal reingehe. Sollte ich vielleicht nochmal schauen, was hier noch so rumliegt. Ich will nicht in zu viele Zystoiden-Nester reintreten oder reinfliegen, aber... Was ist denn hier noch? Nee, da ist nix. Diese menschliche Leiche da drüben, die hatte ich glaube ich noch nicht. Aber da komme ich jetzt auch nicht richtig hin. Die ist irgendwo hinter der Tür. Ja, vielleicht sollte ich doch wieder zurück. Ja. Die Zystoiden. Ich weiß schon. Okay, vielleicht lassen wir das auch einfach. Gehen hier rein. Kommen wir hier durch? Oh. Moment. Kann ich jetzt nicht hier irgendwie von der anderen Seite das hier schließen und dann das eine da aufmachen oder so? Ist das nicht der Sinn der Sache? Hä? Irgendwie... Menschliche Leiche. Die hatten wir entdeckt, ja. Die noch nicht. Irgendwie dachte ich, der Sinn der Sache wäre, dass wir jetzt hier reingehen. Die Tür hinter uns zumachen. Und dann... Ach, ich hasse das, wenn ich ständig in irgendeine andere Richtung schaue. Ja, doch. Aber ich... Da draußen hat es schon noch menschliche Leichen. Und die könnten was ganz Wichtiges bei sich haben. Waren denn die ich gerade eben noch gesehen habe? Die ist nicht entdeckt. Bei der wusste ich gerade eben nicht, wie ich hinkomme. Aber die da, die schwebt da ganz draußen irgendwo im offenen Raum. Da sollten wir irgendwie hinkommen können. So. Wo ist sie denn? Da, 35. 35 Meter. Ah, da kommen wir so von der Seite her wahrscheinlich auch ran. Aber jetzt erstmal zu der eine nach der anderen. Moment mal, wo? Ich bin echt schlecht darin, mich hier zu orientieren. Menschliche Leiche entdeckt, menschliche Leiche. 190 Meter, das ist nicht die, die ich gerade eben haben wollte. Verdammt nochmal. Wo ist jetzt die eine hin, die ich gerade eben gesucht habe? Die müsste doch ganz in der Nähe sein. Das ist sie doch nicht. Ach, die schwebt direkt vor mir. Ich Idiot. Deswegen habe ich sie nicht mehr markiert gesehen, weil sie schon so nah war.
dass das Spiel sich gedacht hat, okay, jetzt zieht er sich halt von selbst. Hat er sich aber geirrt. Okay, jetzt da unten noch die und die anderen da oben, die holen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Die sind wahnsinnig weit weg. Da ist noch ein Zystoidennest. Ah, verdammt, ich habe nicht mal das Nest getroffen. Es kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt komm schon. Oh, ich diese Dinger hasse. Na also, ein paar sind explodiert. Noch ein paar. Noch ein paar. Einer muss jetzt noch rumschweben. So. Ich habe echt fast keinen Leim mehr. Na, und da ist noch eins. Noch so ein Nest. Ob das jetzt wirklich so klug ist, dass wir hier nach diesen Leichen suchen, weiß ich nicht. Aber mir reicht es dann jedenfalls nach dieser hier. Noch mehr Leichen will ich nicht suchen müssen. Okay. Riley Butler. Ja, okay. Dafür haben wir keinen Platz. Wie viel Material bringt ihr uns? 1,2 an mineralischem Zeug, die nur 0,36. Das heißt, die lassen wir da. Was ist mit diesen Dingern? 1,2. Oh ja. Die hätte ich vielleicht öfter mal einsammeln sollen, diese Rohrzangen, und dann verwerten. Okay. Gut, gehen wir zurück. Wir sind jetzt sowieso voll, was das Inventar angeht. Das heißt, jetzt werden wir hier durch den Frachtcontainer reingehen. Hoffentlich ohne von irgendwelchen Zystoiden angegriffen zu werden. Worauf ich mich aber nicht verlassen würde. Mit ein bisschen... Nein, 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 nein. Verdammt, ein bisschen langsamer. Okay, ja, gut. Ja, ich bin mir sicher. Wir sichern auch nochmal kurz die Aufnahme. So, und da bin ich wieder im Frachtraum. Versandeingang, da ist jemand. Austin, cool. Also da leben schon noch ein paar Menschen hier. Dr. Igwe ist auch da, irgendwo. So nach und nach finden wir ein paar Überlebende. Ja, eine Menge Phantome hier. Dr. Yu! Ja, ja. Hier oben, Officer Cool. Ja, ich hab dich wir gesehen. Wir können die Haupttür nicht öffnen, sonst kommen unsere Freunde durch. Sie müssen auf den Laufsteg, wir bringen sie rein. Hättest du noch ein bisschen lauter schreien können, damit auch jedes Phantom in der Gegend dich hört. Ja gut, wir haben auch nicht mehr, wir haben auch nicht mehr viel Leim, insofern kann ich auch die normale Munition verwenden. Wieso kann ich hier nicht vorwärts laufen? Ist hier... Oh, verdammt. Nein, nein, nein. Ich wollte nicht wirklich da runterspringen. Ja, das war nicht wirklich toll. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Ich kenne dich. Ich habe dich gesehen. Morgen. Hier oben, Officer Cool. Wir können die Haupttür nicht öffnen, sonst kommen unsere Freunde durch. Sie müssen auf den Laufsteg. Wir bringen sie rein. Auf den Laufsteg. Ich meine wahrscheinlich das hier, oder? Ja, gibt es in diesem Spiel denn keinen Raketenwerfer oder sowas? Ich meine, ich kann schon verstehen, dass sie auf einer Raumstation keine Raketenwerfer haben wollten, aber kann ich ja nichts craften oder... Oh, eine Leiche. Und das da drüben ist doch ein Geschütz, oder? Ist das ein Geschütz? Nee, ich bin mit, nee, 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 das ist nur irgendwie so eine Barriere oder so. Das ist ein ganz normales Phantom, das müssten wir doch hinkriegen, aber erstmal... Ah, ich habe echt überhaupt keinen Platz mehr für irgendwas. Glukanonen-Fabrikatorplan. Ich glaube, den habe ich längst. Außerdem habe ich eine Glukanone. Insofern ist das jetzt nicht wirklich wichtig.
Hier gäbe es eine Menge zu erkunden, aber eigentlich würde ich mich jetzt gern erstmal in Sicherheit bringen. Aha. Eventuell kann ich die hier in eine Falle locken. Diese Phantome. Die Frage ist, muss ich das überhaupt? Mehrere Ziele da, Dr. Ikwe da, mehrere Ziele da. Ich verliere ständig den Überblick in diesem Spiel. Und der Kunde dann einfach so drauf los, das habt ihr. Ja, okay. Da nützt kein Leim mehr. Was aber nützlich sein könnte, ist meine Fähigkeit zu springen. Das wird knapp. Ja, da bin ich jetzt dem Feuer zu nahe gekommen. Aber theoretisch kann man da irgendwie rüber. Glaube ich. Ich würde zu gern sehen, wie die Phantome darin in Flammen aufgehen. Ey du! Na, verdammt nochmal. Ey du! Verdammt, 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 spring schneller! Nein, 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 nein. Hoch, hoch! Verdammt. Okay. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich sollte erstmal üben, hier hochzuspringen, bevor ich hier eine total geniale Falle stellen will. Ja, diesmal hat es geklappt. Aber vorhin im Ernstfall überhaupt nicht. Ach, verdammt nochmal. Wieso habe ich jetzt so einen Husten? Ey, ihr zwei. Du auch, du auch. Ja, komm schon. Oh, verdammt, das war... Ja, nee, die haben ein bisschen zu schnell angegriffen. Vielleicht lasse ich die Phantome auch einfach Phantome sein und schau mal, dass sie selber hier durchkommen. Das ist ja immer noch schwer genug. Schaffe ich es mit einem beherzten Sprung hier einfach rüber? Oh, das... Da war ich schon tot, bevor ich überhaupt richtig abgesprungen bin. Das kommt etwas unerwartet. Okay, versuchen wir es nochmal. Aber gerade eben hatte ich das doch schon fast geschafft eigentlich, oder? Ja, es geht auch eigentlich nicht so wahnsinnig schwer. Ausgespart, bis ich meine Daten aktualisiere. Wie wäre es mit Reployer, Reployer als Passwort? Das vergesse ich nicht so schnell. Okay, ein neues Passwort. Ich hoffe, ich muss wirklich hier lang. Ich will diesen Weg jetzt hier nicht umsonst gegangen sein. Na, häng ich jetzt hier fest, oder was? Ja, okay. Oh, komm schon. Ich war nicht mal in der Nähe der Flammen. Also das Spiel ist echt manchmal ein bisschen zu empfindlich. Mimik. Und natürlich gleich mal wieder ein bisschen Leim verschwendet. Total daneben geschossen. Oh, da hatte ich jetzt nicht mehr unbedingt. Oh, das war verdammt knapp. Okay, weg mit dir. Na, verdammt. Gut, essen wir mal was. Ach, Quatsch, so jetzt. Oder es wäre... Hat mir das überhaupt irgendwas gebracht, dass ich jetzt hier lang gegangen bin? Ich komme jetzt nicht am Ende wieder an genau derselben Stelle raus. Kiste, Kiste. Ist hier irgendwas, was mir weiterhilft?
Nicht genug Platz, ja. Mist. Kann ich hier irgendwas machen? Frachtraum, Energieversorgung. Okay. Okay, jetzt haben wir Licht. Ob mir das wirklich weiterhilft, weiß ich nicht so richtig. Da vorne ist noch eine Konsole, an der ich irgendwas machen kann. Aber was genau, weiß ich auch nicht. Oh, da komme ich gar nicht durch. Okay. Nee, ich meine, es gibt ja auch eine Tür. Könnte man ja auch benutzen. Das da vorne ist wieder so ein Elektrophantom. Ein bisschen zu weit weg. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Gut, das eine hier habe ich erledigt. Und das andere hat mich natürlich gesehen, aber hat jetzt anscheinend nicht gesehen, wo ich hingegangen bin, glaube ich zumindest. Ja, mir wird langsam echt die Munition knapp. Muss echt mal Munition craften. Sonst geht das hier auf Dauer nicht gut. Ja, dieses Elektrophantom, das werde ich jetzt nicht so leicht erledigen können. Das ist ja nochmal eine deutliche Stufe harter. Oh nein, das hat mich entdeckt. Aber es war gut, dass ich das... Ah, verdammt. Wieso hänge ich denn ständig irgendwo fest? Es war, glaube ich, schon gut, dass ich das nochmal gescannt habe. Ja gut, gegen Feuer wäre es bestimmt nicht immun. Können wir mal kurz in das Journal schauen. Forschung... Wie heißt das nochmal? Galvanic Phantom. Also immun ist es nicht gegen Feuer, scheint aber jetzt auch nicht speziell angreifbar zu sein. Ein psychischer Angriff würde es ziemlich schädigen. Das könnte ich mal ausprobieren. Wieso? Ja. Achso, ich kann das nicht durch die Scheibe machen anscheinend. Naja, so toll war das jetzt auch wieder nicht. Ehrlich gesagt. Da hatte ich mir mehr von erhofft. Ah, Kraft glitt noch ab, okay. Ja, also so beeindruckend ist der Angriff leider nicht. ...15 Meter da entlang. Ja, vielleicht wäre es doch besser, das irgendwie ins Feuer zu locken, aber ist halt jetzt auch nicht so einfach. Muss ich erstmal wieder zurück. Ich glaube, es entfernt sich ja schon wieder insofern. Ja. Können wir da entlang? Nee, können wir eben nicht. Da vorne ist eine Konsole. Kann ich da irgendwie die Tür aufmachen? Frachtzug 6 absenken. Anheben, absenken. Was bringt denn das alles? Verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Vielleicht ist es auch schon bald mal Zeit, diese Episode hier zu beenden. Irgendwie kann ich sowieso nicht mehr richtig reden, weil irgendwas steckt mir im Hals. Oh, das ist ja nochmal ein Phantom. Okay. Warnung, Anzug wurde beschädigt, wenn ich tot auf dem Boden liege, als ob mich das noch interessieren würde. Okay, ich würde fast sagen, wir beenden das jetzt hier mal. Wir haben ja eigentlich ganz ordentlich Fortschritt gemacht in dieser Episode, oder? Ich würde schon sagen, wir sind ein ganzes Stück weit gekommen. Durch den Weltraum durch, bis in diesen Frachtraum. Ja, dann würde ich sagen, reicht das für heute. Und wenn ich es noch rauskriege, dann sage ich tschüss und bis bald, euer Grindor. Okay, da sind wir wieder mit Episode 17 von Prey. Und was wollten wir nochmal beim letzten Mal tun?
Eigentlich ist die letzte Episode gar nicht... Ach, verdammt, mein Inventar ist voll, richtig. Ich hatte auch ein paar Waffen, glaube ich, mit aufgenommen ins Inventar. Genau, von diesen Leichen, die da draußen rumgeflogen sind. Die bringen mir viel mineralische Stoffe ein. Deswegen will ich die wirklich nicht rauswerfen. Gleichzeitig weiß ich nicht so richtig, wie ich hier weiterkommen soll. Müsste ich da oben auf diese Brücke? Kann ich mir noch mal kurz mein eigentliches Ziel anschauen. Ich bin hier schon wieder ziemlich ziellos durch die Gegend gerannt, ohne wirklich zu schauen, wo ich eigentlich hin muss. Ich bin wieder im Inneren der Talos 1. Ich muss noch mal Alex Zündschlüssel entwenden, das weiß ich doch alles. Zuerst muss ich durch den Frachtraum. Ja gut, etwas präziser wäre es schön gewesen. Hol der Alex Zündschlüssel, ja. Den sollte ich auch noch hier treffen im Frachtraum. Außenbereich. Oh, den habe ich jetzt nicht wirklich gesucht. Da hätte ich nochmal... Vielleicht kann ich nachher nochmal in den Außenbereich gehen. Mein Gott, wir haben eine Menge Aufträge. Neuromod-Abteilung, Maschinenlabor. Wir müssen das echt mal alles abgrasen. Aber im Moment kommen wir nicht so wirklich dazu, weil wir immer in der Hauptstory festhängen. Ich hätte schon mal irgendwann zurückgehen können, aber irgendwie... Schatzsuche, ja, da bin ich auch nicht so richtig weitergekommen. Da ist nochmal Frachtraum, Whistleblower, genau. Da soll ich die geheimen Kisten finden. Dechiffrierungsschlüssel runterladen in der Lobby, okay, das werde ich mir nicht alles merken können. Wir konzentrieren uns mal auf das nächstliegende. Da kamen wir nicht hin, weil da irgendwie alles zu war, das weiß ich noch. Da oben, wie kommen wir da oben hin? Wahrscheinlich über diese, na verdammtes Phantom, wahrscheinlich über diese Kisten hier, über diese Frachtcontainer. Ja, wahrscheinlich sollte ich da tatsächlich einen irgendwie... Oh, okay. Das ist nah dran. Das hier ist Sicherheitsglas, da kann es nicht durch. Glaube ich. Aber es kann natürlich durch die Tür, sobald ich die entriegle. Eine gute KI hat es nicht, wie man sieht. Es läuft gegen eine Kiste und weiß nicht, wie es drumherum kommt. Aber es ist trotzdem gefährlich. Okay, jetzt wendet sich es einfach ab. Oh, scheiße. Ja. Gut, du kannst jetzt nichts gegen mich machen, oder, Duffy? Lass uns mal ausprobieren. Kann das hier irgendwas tun? Nee, sieht nicht so aus. Gescannt habe ich es ja schon. Schauen wir nochmal kurz nach. Schauen wir nochmal kurz nach, was diesem Ding eigentlich schaden kann. Das ist alles nicht. Wo ist es dann? Phantom, nein, da bin ich ja schon falsch. Da, Galvanik Phantom. EMP 0 Wellen psychisch. Ah ja, genau, aber meine Psychofähigkeit hätte ja auch nicht so wahnsinnig viel bewirkt. Was haben wir denn sonst noch so? EMP haben wir. Nullwellen haben wir. Drei Stück nur. Aber immerhin besser als gar nichts. EMP haben wir deutlich mehr, aber ich glaube, das bringt nicht so wahnsinnig viel. Wir könnten es doch mal mit Nullwellen probieren, oder? Einfach nur mal austesten, was das jetzt genau eigentlich bringt gegen so ein Ding. Also einen richtig optimalen Weg, die zu erledigen, habe ich noch nicht gefunden. Und immer mit der Schrotflinte drauf zu schießen, bis sie irgendwann mal krepieren, das ist keine wirkliche Lösung. Das hat überhaupt nichts genutzt, oder? Nein, das hat... Kann das sein, dass das Journal mich anlügt? Oder ich habe nicht wirklich gelesen, was diese Nullwellen eigentlich bewirken. Kann ich das nochmal kurz anschauen? Ein Versuchsgerät, das im Psychotronik-Labor entwickelt wurde und bei Detonation einen psi-neutralisierenden Impuls freisetzt, kann geworfen oder an Oberflächen angebracht werden. Hat mir gegen dieses Vieh überhaupt nichts gebracht. Und angeblich ist es dafür anfällig. Was ist denn eigentlich mit so einer Recyclerladung? Kann ich mit so einer Recyclerladung vielleicht... Setzen wir das mal auf Null. Kann man so ein Ding einfach recyceln? Geht das? Oh, verdammt. Nein, nicht so richtig. Aber es hat massiv Schaden genommen.
Das war besser, als ich gedacht hatte. Also es hat irgendwie gut die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren. Es ist nicht gestorben, aber das war beeindruckend, muss ich sagen. Und wir haben eine Menge von diesen Recycler-Ladungen, oder? 21, glaube ich. Da sind 10 und ist nochmal eine. Ah, da könnten wir mal ein bisschen was verbrauchen, oder? Am liebsten würde ich dann natürlich noch ein bisschen anderes Zeug dabei nebenher recyceln. Ich meine, da sind noch ein paar von diesen Dingern, aber da können wir noch ein bisschen was rübertragen, damit das auch noch recycelt wird, wenn ich jetzt hier die Tür aufmache. Wenn es gut läuft. Und du bleibst hier stehen, ja? Du läufst jetzt nicht weg, ja? Ich will dich nämlich noch hier recyceln, wie gesagt. Stellen wir hier noch mehr Kisten her, damit sich das auch richtig lohnt. Eventuell müssen wir danach wegrennen. Das sollte ich mit einberechnen. Hier noch ein Stuhl. Da noch eine... Nee, die ist zu schwer für mich. Die kann ich aber tragen. Nicht weglaufen, Phantom. Ich brauche dich noch. Okay. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Bist du noch da? Ja, sehr schön. Gut, nochmal kurz speichern. Dann machen wir mal die Tür auf. Werfen die Recycler. Oh, das war zu schnell. Aber deswegen haben wir gespeichert. Okay, machen wir die Tür schräg auf. Okay, das hat nicht so richtig funktioniert. Habe ich das falsche Ding in der Hand? Ich habe das falsche Ding in der Hand. Okay, wir laden nochmal. Hab mich schon gewundert, warum das nicht geklappt hat. Okay, machen wir die Tür auf. Wir werfen dieses Teil, laufen weg. Aber das hat recht gut funktioniert, würde ich sagen. Nur ist es immer noch im Leben. Das ist jetzt so ein bisschen der anstrengende Teil. Aber ich denke, mit etwas Glück könnten wir... Ja, das hat noch nicht so ganz funktioniert. Oh, verdammt nochmal. Nein, komm schon. Wieso komme ich jetzt nicht da? Okay, ich bin auf der falschen Seite, um hier wegzukommen. Jetzt bin ich auf der richtigen Seite, aber jetzt ist es da vorne hingelaufen. Oh, und wieso habe ich jetzt wieder den Mauszeiger da drauf? Verdammt. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich speichere nochmal kurz zwischen. Ich meine, ich könnte ihn jetzt einfach mit einer weiteren von diesen Recycler-Ladungen erledigen. Ich könnte ihn wahrscheinlich auch mit der Schrotflinte erledigen. Aber ich würde es gerne irgendwie tun, ohne... ohne noch weitere Munition zu verbrauchen. Ja, und wir haben es geschafft. Er ist hinüber. An seine Überreste werde ich wohl nicht wirklich rankommen, weil die liegen jetzt da im Feuer. Aber... Hauptsache, er ist tot. Ja, da werde ich wirklich nicht rankommen. Natürlich werde ich es trotzdem versuchen und dabei sterben, aber... Komm schon ein bisschen... Ha! Oh, ich habe ein volles Inventar. Okay, kann ich das hier noch aufnehmen? Das kann ich. Waffen-Upgrade? Ich kann keine Waffen-Upgrades mehr... Das kann wohl nicht wahr sein. Okay, nochmal zurück. Dann verwenden wir eben das Waffen-Upgrade für irgendwas. Ich kann meine Rohrzange upgraden? Nee, kann ich nicht, oder? Nee, kann ich nicht. Die Glue-Kanone, nee, das hat doch keinen Wert. Und das hier vielleicht, haben wir das auch schon? Das haben wir auch schon ziemlich abgegradet. Nachladegeschwindigkeit, nee. Schrotflinte. Rückstoß, Munitionskapazität, vielleicht hier. Ein Schuss mehr. Ach, was soll's. Machen wir es einfach mal. Das ist nicht das tollste Waffen-Upgrade aller Zeiten, aber... Was soll's. Dafür können wir ein weiteres aufnehmen.
Okay. Ja, das lief doch ganz gut, würde ich mal behaupten. Und wir haben hier noch ein bisschen was recycelt. Wo ist denn das? Müsste ich nicht irgendwie recyceltes Zeug rumliegen? Ah, das, hier liegt ein bisschen was. Und da. Und den Rest sehe ich jetzt nicht. Falls es überhaupt noch einen Rest gibt. Das scheint so ziemlich gewesen zu sein. Ja gut. Besser als gar nichts. Liegt hier noch was? Ja doch, das war eigentlich eine ganz gute Methode. Da muss ich dran denken, dass ich einfach mal den Recycler öfter verwende. Hätte ich schon... Ach, scheiße. Hätte ich schon längst machen sollen. Und schon wieder ein Waffen-Upgrade, das ich nicht mehr verwenden kann, weil ich voll bin. Ah, das ist auch noch mit viel Metall. Ah, Mist. Okay, wir müssen was essen. Nein, 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 nein. Inventar nicht... Kann ich einfach ins Inventar rein? Ja, danke. Das hier essen wir mal. Und das da essen wir auch. So. Und da muss ich trotzdem nochmal ein Waffen-Upgrade benutzen. Der Pistole vielleicht. Nee, 17 zu 17, das bringt's mir ja nicht. 60 zu 65. Ach mein Gott, was soll's. Ich habe jetzt nicht irgendwie die anderen rausgeworfen. Nee, nee, ist alles noch da. Ja, ja, wird Zeit, dass wir wieder mal einen Fabrikator, nicht einen Fabrikator, einen Recycler. Da ist doch ein Recycler. Wie genau komme ich da ran? Ach, irgendwo hier unten müsste nochmal ein Phantom sein. Da sollten wir drauf achten. Ah ja, hier, tatsächlich. Das will ich ebenfalls wegwerfen und das und das und das. Und das macht dann schon einiges sehr viel leichter. Das ganze Essen bräuchte ich wahrscheinlich auch nicht, aber da lassen wir jetzt nochmal ein bisschen was drin. Bin gerade nicht bei bester Gesundheit und ich brauche auch mal was, was mein Psi wieder ein bisschen herstellt. Was stellt denn Psi her? Das hier. Captain Sprees Fischstäbchen. Das können wir eigentlich gleich mal essen. Ja, aber nicht besonders viel Psi. Das hier stellt Psi her. 19 Stück haben wir davon. Gut, das ist jetzt nicht ganz schlecht. Und diese Kaffeedosen, na, vielleicht könnten wir die sogar recyceln. Falls ich noch irgendwo Bierdosen habe oder so. Das sehe ich jetzt gerade eben nicht. Ja, den Tee behalte ich mal. Okay. 6,55 bei den mineralischen Stoffen. Das ist eine Menge. Da können wir dann, wenn wir wollen, schon nochmal ein paar Neuromods erstellen. Ja, da unten ist das Phantom. Da. Muss ich das jetzt erledigen? Ich weiß nicht genau. Im Moment fühle ich mich eigentlich ganz gut hier drüben. Da kamen wir ja nicht durch. Da zeigt eine Markierung hin. Da ist ein Ätherphantom. Das ist nicht ganz leicht zu erledigen. Da werden wir von hier aus nicht draufspringen können, es sei denn, wir senken das ab. Ach so. Das Ding senkt sich ab, nicht das... Ach so, ja, klar. Hm. Also ich will da hoch, oder? Das ist mein Ziel, nehme ich mal an. Oder ist das überhaupt mein Ziel? Versandeingang, da muss ich hin. Ja, genau. Irgendwie muss ich hier rauf. Und ich kann versuchen, das da drüben zu tun. Über diese Plattformen hier. Oh, was ist denn das hier? Ist das hier offen? Nein, das ist nicht. Und das ist vielleicht auch ganz gut so.
Ein bisschen muss ich auf dieses Phantom da unten, jetzt hat es mich gesehen. Na gut. Hier kam ich ja nicht rein, oder? Nee. Ja, ja. Wieso soll ich den jetzt platt machen? Ich meine, ich könnte da einfach auch wieder eine Recycler-Ladung hinwerfen, oder? Wir locken ihn hierher. Na komm. Kommt er? Na komm her. Nein, 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 nicht zurückgehen, nicht zurückgehen. Wo ist er hin? Oh, Mist. Nee, der war nicht dumm genug, um hier reinzulaufen. Ah, da vorne steht er stattdessen. Ja, mei. Kommst du jetzt vielleicht? Oder bist du immer noch zu feige, mir nachzulaufen? Na komm. Na komm, Phantom. Nein, 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 nein. Komm schon, das musst du doch hören, oder? Wo sind sie? Sagt das? Hier bin ich. Du musst mich doch hören. Ich bin nicht gerade leise. Genau hier, verdammt nochmal. Oh, verdammt. Okay, das war jetzt nicht gut. Spring, spring. Oh, das war nicht gut. Verflucht. Wenn es sich doch ein bisschen leichter anlocken lassen würde. Ja, das nervt mich, dass das hier steht. Das ist schon ein bisschen blöd. Ich will jetzt auch keine Schrotpatronen mehr dafür verbrauchen, weil die brauche ich nachher bestimmt für was Wichtigeres als für dieses Ding da. Ich will das eigentlich schon da in das Feuer reinlocken. Ja, komm halt her. Ja, hier lang. Wo ist es? Oh, da unten. Okay. Ja, komm hoch. Ja, komm hoch. Oh, verdammt, jetzt bin ich selber ins Feuer reingelaufen. Das war natürlich jetzt nicht so elegant. Okay, spring. Und bitte spring ordentlich. Okay. Wo ist es? Da unten. Ja, es sieht mich schon. Und es ist tot. Ja, das war's. Ja, es ist stockvoll reingerannt. Gut, dass die Viecher so blöd sind. Was ist denn das hier? Achso, das ist die Energieversorgung. Genau, die hatten wir ja angestellt. Was uns aber bislang nicht wahnsinnig viel gebracht hat, außer dass wir diese Dinger hier bewegen können. Ja, jetzt können wir uns aber ganz in Ruhe Gedanken drüber machen, wie wir hier weiterkommen. Aber zuerst, da drüben ist auch noch was. Mehrere Ziele. Ich weiß nicht genau, das führt, glaube ich, bis raus in den Weltraum, oder? Ich will hier noch schauen, ob wir da noch... Nee, nee, diesmal kommen wir wirklich nicht ran an die Überreste dieses Phantoms. Nee, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Das ist ja blöd. Hier lassen wir mal liegen. Wir können uns auch hier unten noch ein bisschen umschauen. Oh, das hätten wir... Das ist sogar noch ganz, dieses Geschütz. Das hätten wir einfach nehmen können. Nehmen, mal tragen. Das können wir auch immer noch nehmen. Denn früher oder später, glaube ich, werden wir es da drüben brauchen. Denn hinter der Tür dort, da wartet noch so einiges auf uns. Deswegen stelle ich das jetzt einfach mal hierher. Und fahre das hier schon mal aus. Für den Fall. Nur für den Fall.
So, was genau müssen wir jetzt hier tun? Das hätte ich auch benutzen können. Beantrage neuen Operator. Zu viele Dinge nicht wirklich ausgenutzt. Okay. Können wir hochfahren? Ach, den hätten wir auch hochfahren sollen, ich Idiot. Ich hätte eigentlich nur den da drüben hochfahren müssen, weil den hier brauche ich ja gar nicht. Ich muss einfach nur hier, dann hier drauf und dann von dieser Kiste aus darüber springen. Nehme ich mal stark an. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das wirklich klappt. Ich komme. Na gut. Schauen wir mal. Nein. Nein, nein. Jedenfalls nicht auf den ersten Versuch. Kann ich, wenn ich hier direkt wieder zurückspringen? Okay, zweiter Versuch. Ja, 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 ja. Das hat geklappt. Puh. Nicht schlecht. Okay, dann können wir jetzt wohl hier rein, oder? Na also, da ist Dr. Ikwe. Und du bist... Ah ja. Morgen? Ich dachte... Ich weiß nicht, was ich dachte. Schön, Sie zu sehen. Stellt Transtar eine Rettungsmission zusammen? Rettungsmission. Ich war im Treibstofflager, als das Feuer ausbrach und alle wegrannten. Aber sie rannten nicht vor dem Feuer weg, sondern vor diesen Gestalten. Ja, das kann ich mir schon sagen. Ich hatte das Feuer eingedämmt und wollte zum Treibstofflager, als Feuer eindämmen ist ganz schlecht. Professor Rose kam und mich rausholte. Gott sei Dank. Ich wusste nicht, was los war. Nichts von diesen Dingern. Alle, mit denen ich gearbeitet habe, sind tot, oder? Ja. Vielleicht war ja eine der Kreaturen für die Explosion im Treibstofflager verantwortlich. Vielleicht. Sind sie intelligent? Haben sie das geplant? Geht so. Ich habe gehört, dass alle Fluchtkapseln defekt sind. Alle. Wie ist das möglich? Sabotage vielleicht. Was genau sollen wir jetzt eigentlich tun? Wolltest du mir nicht irgendwas sagen oder so? Nee, das war's, was sie sagen wollte. Mehr ist da nicht. Dann schauen wir mal, ob Dr. Wie ist das alles passiert? Das weiß ich doch nicht. Ich habe doch gar kein Gedächtnis. Aber dahinter müssen wir auch noch. Versand und Eingang. Hm. Aber da haben wir schon auch noch ein paar Ziele. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da entlang kommen soll. Wenn ich das Feuer hätte löschen können. Ja, ja, sehr gut. Reden wir mal mit dem hier. Ich hätte mehr machen können. Ich hoffe, Sie erinnern sich an mich. Dr. Ikwe. Dayo Ikwe. Ihr Bruder, Alex, hat mich auf die Station geholt, um die Neuromod-Forschung zu leiten. Ich habe eine, aber keine Fähigkeitenvorlage. Habe ich aufgehoben. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Hier, Sie können das sicher besser gebrauchen. Okay, eine Neuromod. Das ist mein Lohn für dein Leben. Eine einzige. Ich kann im nächsten Fabrikator 5 oder 6 davon herstellen. Wahrscheinlich mehr. Danke für nichts. Wir sollten echt mal schauen, dass wir so ein paar Aufträge abklappern eigentlich. Das sind die Vorräte der Sicherheitsleute. Die sind nicht für Sie. Echt jetzt? Wenn ich doch nur die Stromversorgung rechtzeitig erreicht hätte. Die Vorräte der Sicherheitsleute, du glaubst, dass das jetzt noch einen Unterschied macht? Guten Morgen. Wohin ist das Transportshuttle mit der Lieferung Chlortrifluorid? Chlortrifluorid, ja. Eingetroffen. Sie wurde abgeladen und wartet nun in Frachtraum A auf Sie. Machen Sie sich bitte zu Beginn Ihrer heutigen Schicht mit den entsprechenden Verhaltensprotokollen vertraut. Sie werden nämlich die Glücklichen sein, die diese Lieferung zum Treibstofflager eskortieren dürfen. Ich muss Sie vermutlich nicht daran erinnern, was Chlortrifluorid anrichten kann, wenn es nicht ordnungsgemäß behandelt wird. Fragen Sie einfach Enoch. Gehen Sie nach Protokoll vor und alles wird gut. Sobald die Lieferung gesichert ist, können Sie sich den Rest Ihrer Schicht freinehmen. Gang geschehen, Gerald Wildman. Dr. Ikwes vorübergehende Versetzung. Dr. Dayo Ikwe wird vorübergehend Ihrer Abteilung zugewiesen. Ich habe Ihnen gebeten, Ihnen nicht im Weg zu stehen und Kontakt mit dem Frachtpersonal zu vermeiden. Ich möchte, dass er sich um einige eintreffende Materialien kümmert. Seine Arbeit ist vertraulich und er untersteht mir persönlich. Wenden Sie sich bei Fragen und Problemen also bitte an mein Büro. Das ist ein bisschen verdächtig, oder? Hast du da irgendwas geschmuggelt oder so?
Naja, wie auch immer. Notiz. Unfalldetails. Der Unfall ereignete sich während eines Treibstofftransports. Die Explosionsschutzwände hielten stand. Sie sind nun geschlossen und der Schaden eingedämmt. Wir haben im Inneren aber Besatzungsmitglieder verloren. Der Strom verschiedener Frachtsysteme ist ausgefallen. Ich kriege nicht die nötigen Ressourcen, um reinzukommen. Alle sind beschäftigt. Keine Ahnung, warum ich das hier ausfülle. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Die Talos fällt auseinander. Ausmaß des Schadens, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Okay. Ja, wir haben, wie gesagt, noch immer eine Menge Nebenaufträge hier. Jetzt sind es schon nur noch 9 immerhin, weil wir den Dr. Igwe gefunden haben. Ich würde die gern mal langsam abhaken, weil das läuft nicht, wenn so viele Aufträge in meinem Journal stehen. Aber ich weiß nicht wie. Da draußen ist einer, den habe ich, ja. Ich hätte in den Weltraum, im Weltraum hätte ich diesen einen Typen suchen sollen wahrscheinlich. Das habe ich verpasst. Da habe ich jetzt auch keine Lust mehr, gleich wieder rauszugehen. Da haben mehrere Ziele, da komme ich nicht ran. Also wir werden wohl diesen Weg gehen müssen. Das ist der einzige, der jetzt wirklich offen steht. Ja, deine restlichen Vorräte kannst du behalten, meinetwegen. Ich esse sowieso nicht so viel. Oh, das sind noch mehr Leute. Ich dachte irgendwie, das wären die einzigen. Das sind sogar noch relativ viele Leute. Ich dachte nicht, dass der ganze Bereich hier noch sicher ist. Gott, wie diese Dinger sich bewegen. So krank. Hier ist er außerhalb des Schiffs geschwebt hat. Wäre er dort geblieben, hätte... Was macht es? Oh mein Gott, hat es... Ich glaube, redet nicht alle gleichzeitig. Es hat gerade noch so ein Ding erschaffen. Es hat es aus Enochs Leiche gezogen. Leiche? Ich weiß nicht. Es hat ihn vielleicht gerettet. Könnte immer noch Enoch sein. Ach so, sieht Bullshit. Das etwa so aus? Sam, versprich mir, dass du mich tötest, falls ich je so enden sollte. Sarah wird uns hier rausholen. Sie hat uns so weit gebracht. Ja, ganz sicher. Bestimmt. Vorerst. Ganz ich mach bestimmt. Mal einen Rundgang. Also da gibt es doch eine Menge Überlebende. Das ist doch gar nicht so hoffnungslos. Ich meine, wir sind hier viele Stunden durch die Station gelaufen. Ohne einen einzigen menschlichen Freund. Die sollen sich mal nicht so haben. In der ganzen Zeit haben die hier nur rumgesessen und nichts getan. Und die Dinger durch die Fenster beobachtet, während ich mich mit Dutzenden von Phantomen angelegt habe. Ah ja, genau, zu der muss ich gehen. Defekter Lüfter. Das lese ich nicht. Achso, ich wollte zumindest runter scrollen, damit ihr es lesen könnt, falls ihr das wollt. Er scheint hier nicht zu sein. Ich will auch nochmal kurz runterschauen. Oh. Entschuldigung. In seiner Kiste war es vielleicht sicherer. In seiner Kiste war es vielleicht sicherer, so ein Blödsinn. Dem ist der Sauerstoff ausgegangen. Darum hat er sich ja nur gemeldet. Captain Elazar will sie bestimmt sehen. Jo, will sie. Wir haben erst vor kurzem erfahren, dass sie noch auf der Station sind. Ich will mir erstmal anschauen, wer hier noch so alles lebt. Haben Sie dieses goldene Zeug gesehen, das Sie machen? Wunderschön. Ich bin da durchgeschwebt. Das macht mir Angst. Wie auch immer. Chief Elazar möchte bestimmt mit Ihnen reden. Ja, ja. Da ist noch jemand. Mein Gott, das sind ja echt viele Leute. Ich glaube nicht, dass diese PPN-Pistolen uns weiterhelfen. Aber was anderes haben wir nicht. Nicht besonders, aber besser als gar nichts. Hättest vielleicht auch mal das Geschütz da reparieren können. Vielleicht würde das dir weiterhelfen, aber nein. Bleibst ja auch lieber hinter der Tür stehen. Ja gut, sehr viel ist da nicht mehr hier unten. Ah doch, da ist vielleicht noch was. Bisschen Schrott. Okay. Das sieht schon nicht mehr so ganz sicher aus, die Gegend hier. Ja, ja. Naja. Da brauchen wir jetzt noch nicht rauszugehen. Aber es wird wahrscheinlich nicht lang dauern, bis wir das müssen. Okay. Okay, das war's hier. Vielleicht kann ich Ihnen
Gut. Dann gehen wir zur Chefin. Der ganze Weg hierher, nur um auf die Talos zurückzukehren? Der einzige Weg führt durch Frachtraum B. Und da wimmelt es von diesen Viechern, von denen ihr Bruder meinte, sie könnten nicht ausbrechen. Genau wie sie. Ich kenne als Einzige den Code. Er gehört ihnen, wenn sie uns die Feuerkraft besorgen, die wir von Anfang an gebraucht hätten. Erst den Plan für die Geschütze, dann... Laut meinen Männern hat der Fabrikator wieder Strom. Das waren Sie, oder? Ja. Ich habe Sie wohl unterschätzt, Doktor. Also brauchen wir nur noch den Plan für die Geschütze. Liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro. Habe ich nicht schon einen Plan für Geschütze? Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug könnten Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Ja, Feuerkraft wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben morgen. Aber denken Sie dran, wichtig ist nur noch, wie Sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Na, ich meine, ich werde euch alle hochjagen mit diesem Raumschiff. Das ist meine Mission. Aber bis dahin werde ich euch wir ganz ordentlich behandeln, denke ich mal. Aber das heißt nicht, dass wir hier nicht weg müssen. Wir brauchen diese Geschütze. Und Feuerkraft finde ich auf jeden Fall gut. Also das gefällt mir. Klingt nach einem guten Plan. 4 Neuromods. Wenn Sie hier herausfinden, dann nehmen Sie Dr. Ikwe mit. Vielleicht kann er ja helfen. Nee. Nee, ich will ihn nicht mitnehmen. Und man spricht ihn tatsächlich Ikwe aus. Überlebt. Pures Glück. Er steht hier direkt neben dir. Siehst du ihn nicht? Ist er unsichtbar für dich? Verdammt nochmal. Mein Spezialgebiet ist Neuromod-Technik. Aber wenn ich trotzdem helfen kann. Nein, kannst du, glaube ich, nicht. Aber meinetwegen. Bitte geben Sie bei der nächsten Personalversammlung Folgendes an den Sicherheitsdienst weiter. Wir haben von der Erde positive Rückmeldungen zu unserem Versorgungs- und Frachtpersonal erhalten. Während der letzten Besichtigung durch ein Vorstandsmitglied hat das Frachtpersonal der Talos 1 vorbildliche Arbeit geleistet. Gut gemacht, machen Sie weiter so gute Arbeit. Ja, großartige Arbeit. Was Wobei, ist mit den Geschützen? Ja, ist ja gut. Ich bin ja noch gar nicht weggegangen. Wo soll ich die jetzt plötzlich herhaben? Und den Ikwe soll ich auch noch mitnehmen. Die Mikrogravitation bringt mein Gleichgewicht durcheinander. Ich muss mich nach dem Rollen meiner Kiste festhalten. Ich konnte es spüren, das Drehen. Mein Magen hat sich mitgedreht. Ja, natürlich dreht sich dein Magen mit. Soll er stehen bleiben, wenn du dich drehst? Eine bestimmte Neuromod könnte da Abhilfe schaffen. Nicht vergessen, wir brauchen den Auslöscher-Fabrikator-Plan, nicht den vom Reployer. Was auch immer ein Reployer sein mag. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, was ein Reployer eigentlich ist. Das ist eine berechtigte Frage. Die PPN-8-Pistolen sind hauptsächlich Blendwerk. Die bringen nicht viel. Mit den Auslöschergeschützen haben wir eine Chance. Hört doch mal auf, alle zu reden. Es war irgendwie stiller, als ich noch mit den Aliens allein war. Mehrere Ziele, das hilft mir nicht. Ich will ja wissen, wo mein jetziges Ziel ist. Wahrscheinlich draußen, oder? Nee, Moment. Da ist noch eins, Frachtraum B. Okay, da muss ich wahrscheinlich hin. Es muss einen Weg geben, einige Geschütze in Betrieb zu nehmen. Ja, das will ich ja auch tun. Darum bin ich ja hier. Ihr zu feige seid, das zu tun. Also schön. Wir speichern jetzt nochmal schnell richtig und sichern die Aufnahme, bevor ich das hier mache. Okay, und da bin ich wieder. Ja, hör doch mal auf zu reden. Sie kamen genau zum richtigen Zeitpunkt. Bist du dir da wirklich sicher? Naja, was soll's. Am liebsten hätte ich jetzt abgedrückt, aber... sollte ich nicht hier raus? Moment, ich schaue mir nochmal kurz die Ziele genauer an. Öffne Frachtraum B. Aber ich soll wahrscheinlich erst noch das andere Ziel dafür sie erledigen. Dann öffnet sie mir Frachtraum B. Ich könnte ihn jetzt natürlich auch einfach hacken. Deswegen zeigt das Spiel mir an, dass ich da gleich hingehen könnte. Aber ich meine, ich kann ihn nicht hacken, weil ich nicht die Fähigkeiten dazu habe. Aber man könnte es theoretisch tun. Wo ist denn... Daniel Schuh... Blackbox-Projekt, Schmugglerring, Fehlfunktion... Ach, das war doch das mit dem Hauptabzug, ja. Schatzsuche. Ach, verdammt nochmal, wo ist jetzt der Auftrag? Hä? Frachtraumverteidigung, genau der hier. Sie erhalten das und ihre Mitarbeiter, ja, bla 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 bla. Platziere Geschütze im Bereich der Ladezone in der Nähe der Tür zu Frachtraum B. Nimm den Geschützfabrikatorplan an dich. Also ich muss in den Außenbereich. Und Frachtraum B ist aber hier.
Das heißt, ich soll hier quasi die Geschütze platzieren, oder wie? Also hier drinnen, da draußen kann ich ja nicht hin. Okay, also wir müssen erstmal raus und den Fabrikatorplan holen. So sieht's doch wohl aus, oder? Ich hab schon wieder eine Menge Schrott. Ja, also wir müssen doch raus. Wie ich vorhin eigentlich auch schon gesagt hatte. Gehen wir erstmal hier durch. Mein Gott. Für den Sicherheitsdienst seid ihr nicht besonders belastbar. Ich meine, ihr seid diejenigen, die das alles hier verteidigen sollten. Ich weiß, mit so einer Bedrohung habt ihr nicht gerechnet, als ihr hier eingestellt wurdet, aber trotzdem, wenn ihr nichts macht, wer denn dann? Ja, offensichtlich ich. Okay. Gut, hier ist es relativ sicher und da drüben habe ich ein Geschütz stehen. Da ist noch dieser Operator. Dann nehmen wir ein bisschen Schrott ab. Ach ja, der Zündschlüssel, richtig. Okay. Ja, dann ab in den Außenbereich, würde ich sagen. Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Wo kann ich denn hier durch? Ah, hier kann ich durch. Okay. Dann gut. Ah ja, ich hätte... Eigentlich wäre es besser gewesen, ich hätte jetzt die Aufnahmen gesichert. Dann hätten wir die Ladezeit überspringen können. Könnte ich natürlich immer noch, aber das ist mir jetzt zu... Ja, zu aufwendig, ehrlich gesagt. Wir überbrücken sie einfach so mit Warten, wie ganz normale Menschen. Also gut, wenn ich da schon draußen bin, dann könnten wir auch gleich diesen einen Typen suchen. Dann hätten wir noch einen zweiten Nebenauftrag erledigt, weil langsam wird das echt unübersichtlich. Und ich glaube, das Spiel gibt aber auch nicht die Möglichkeit, einzelne Aufträge zu markieren, sondern man hat immer alle Markierungen zugleich. Mein Gott, kriege ich den Satz noch ordentlich aus. Es sind immer alle Markierungen zugleich sichtbar. Hier, das ist genau so, was meine ich. Hier, da ist hier mehrere Ziele, da noch Ziele. Das ist zu viel auf einmal. Da blickt man am Ende nicht mehr durch, wo man eigentlich gerade eben hingeht und was man eigentlich gerade eben machen muss für den Auftrag, für den man sich gerade eben eigentlich entschieden hat. Das ist eine Sache, die hätte das Spiel besser lösen können und diese verdammte Mauszeiger schon wieder. Na gut. Ja, genau. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche von all diesen Markierungen ist die, zu der ich eigentlich will. Hauptaufzug? Nein, das kann doch nicht sein, oder? Menschliche Leiche, Rumpfdurchbruch, Frachtraum, ja, das... Also wir müssen auf jeden Fall raus, so viel ist klar. Okay, wir könnten wieder ein bisschen abbremsen. Cargo Bay, ja. Yeah. Shuttle Dock Sperre, ja. Es sind zu viele Markierungen, Leute. Hauptaufzug. Was ist denn das da? Also, das sind wieder so Zystoiden. Fabrikatorplan, okay, da muss ich hin. Der war vorher noch nicht da, dieser Typ hier. Ich war in diesem Raum schon mal drin, da war der nicht da. Und was ich auch noch gerne wissen würde, ist, wo ich diesen einen Typen finde, diesen... Wie heißt der noch gleich? Verärgerte Mitarbeiter Grant Lockwood. Außenbereich steht hier. Ja, toll, keine Karte. Mehrere Ziele. Kann überall sein. Ich sehe hier nichts. Wir können einfach nur den gesamten Außenbereich absuchen, sonst fällt mir nichts ein, wie wir den Typen finden könnten. Luftschleuse, Kraftwerk, Sperre. Da waren wir offensichtlich noch nicht. Da waren wir auch noch nicht, Shuttle Dock. Also da gibt es schon noch eine Menge zu entdecken in diesem Spiel hier. Ich weiß nicht, wie ich da vor
vor 3 Episoden schon vermuten konnte, dass wir vielleicht schon bald am Ende sind, sind wir nicht, offensichtlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier vor Episode 25 endet. Wahrscheinlich werden sogar noch eher ein paar Episoden mehr. 30, 32, sowas würde ich jetzt tippen. Okay. Achso, den könnte ich eigentlich mal scannen, richtig. Einmal können wir den noch gebrauchen. Scan abgeschlossen. Okay, der hat mich gesehen und ist angepisst aus irgendeinem Grund. Ah ja, okay, der. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen Glue fabrizieren sollen, als ich da drin war. Oh nein, jetzt schießt halt nicht immer daneben. Oh, verdammt. Verdammte Mistviecher. Okay. Okay, okay, okay. Wie wird man dem nochmal... Wie wird man mit dem nochmal fertig? Ich glaube, ich habe nie wirklich einen von denen getötet. Bin immer nur an denen vorbeigeflogen. Was mache ich denn hier? Ich muss hier zu Daten. Daten, Forschung. Weber, wo sind Weber? Mensch? Nullwellen und Psychoschock. Ich habe einen Psychoschock, aber mal schauen, wie viel es wirklich bringt. Ich würde es nicht darauf vertrauen, dass das wirklich sehr viel bringt. Nö, das hat praktisch gar nichts gebracht, oder? Anzug wurde beschädigt. Ja, Anzug wurde beschädigt. Ich meine, er ist geschockt. So viel, aber er war nicht besonders lang geschockt. Und Leiden ist bei dem völlig verschwendet. Fabrikatorplan, ich würde gerne... Ah, okay. Ja, nee, das geht so nicht. Wenn ich den Fabrikatorplan einfach irgendwie schnell hätte schnappen können, dann wäre das sicherlich gegangen. Aber wenn ich erst noch den Tresor öffnen muss, dann... Schädliche Atmosphäre entdeckt. Ja, ist sehr gut. Dann bringt mir das nicht wirklich viel. Okay, nehmen wir nochmal den Psychoschock. Aha. Der Psychoschock allein tut vielleicht nicht sehr viel, aber der Psychoschock in Verbindung mit einer Schrotflinte ist sehr effektiv, muss ich sagen. Man muss einfach zu allem, glaube ich, eine Schrotflinte hinzufügen. Das macht alles gleich sehr viel besser. Für die Schrotflinte muss ich mir auch unbedingt nochmal Munition craften. Das würde, glaube ich, auch sehr viel besser machen. Gut. Hätten wir den Weber erledigt. 4907. Das kann ja nun nicht so schwer sein. Ja, den Plan haben wir. Neuromods haben wir auch gleich noch. Sie haben den Plan gefunden. Hätten wir die Geschütze doch nur früher gehabt. Suchen Sie das nötige Material. Der Plan ist nur die halbe Miete. Oh, toll. Sobald die Geschütze stehen, kann ich es kaum erwarten, unsere neuen Freunde zu begrüßen. Ich darf jetzt auch noch Material suchen. Ich muss erst wieder Psi-Energie herstellen. Na gut. Transcribe? Hey Lane, hier ist Gas vom Frachtraum. Haben Sie einen Reployer von der Erde bestellt? Was bestellt? Reployer. Das ist eine Maschine. Eine Maschine? Wozu ist die gut? Tja, das weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, Sie könnten es mir sagen. Soll das ein Witz sein? Ich hab zu tun. Sie sind Industriedesigner, deshalb dachte ich, Sie wüssten es. Sie wissen wohl nicht, was ich tue. Und ich habe keinen Deployer bestellt. Reployer? Fragen Sie doch in der Technik nach. Hab ich schon. Ich habe alle gefragt. Niemand hat ihn bestellt oder weiß was davon. Seltsam. Gut. Vielleicht komme ich heute Abend runter und sehe mir das Ding mal an. Das wäre wunderbar. Danke, Lane. Ja, kein Problem. Ich weiß immer noch nicht, wo dieser komische Typ ist. Das will ich noch rausfinden. Bevor ich jetzt wieder da reingehe. Ist natürlich nicht so toll, hier irgendwie das ganze Gebäude absuchen zu müssen. Da könnten wir... Aber wir können nicht mit einer Psychotronik. Ist jetzt alles abgesperrt? Rumpfbruch Maschinenlabor. Wir könnten ins Maschinenlabor, kann das sein?
Wir haben auch im Maschinenlabor noch was zu tun, im Grunde. Also so dumm wäre das gar nicht, wenn wir schon hier sind. Aber eigentlich will ich ja diesen Typen suchen, der hier noch irgendwo im Außenbereich ist. Da ist noch eine menschliche Leiche, die ich nicht gesehen habe bislang. Shuttle Dog brauche ich jetzt nicht. Möglichst versuchen, nirgendwo anzustoßen. Weil das war bislang immer sehr schmerzhaft. Wenn man zu viel Schub drauf hat zumindest. Menschliche Leiche. 70, 66 Meter. Okay, hier um die Ecke rum. Da müssten wir sie eigentlich auch schon bald... Nee, noch nicht, noch nicht. Irgendwas hat mich gesehen, glaube ich. Oh je, ja. Das ist jetzt nicht so toll. Menschliche Leiche 60 Meter. Ja, das ist ein Technopart. Okay, kommen wir irgendwie an dem vorbei zu dieser menschlichen Leiche hier. Verflucht. Verflucht, verflucht, verflucht. Ich hoffe, das lohnt sich. Kuhstrahlmunition nehmen. Okay. Wer bist du? Mariana Arias. Lohnt sich, glaube ich, nicht wirklich. Ich finde keine offene Luftschleuse. Ich glaube, etwas verfolgt mich. Ich höre es immer wieder. Das ergibt keinen Sinn. Das ist nur in meinem Kopf. Matteo. David. Ich habe euch beide lieb. Mama. Oh. Okay, hast du es? Nein. Okay, gut, wir speichern das trotzdem. Auch wenn mir diese Leiche jetzt nicht sehr viel gebracht hat. Und versuchen dann sofort wieder abzuhauen, wenn es möglich ist. Ohne mit diesem Technopathen zusammenzustoßen. Verdammt, wieso hänge ich jetzt hier? Verdammt. Wo zum Teufel bin ich jetzt hier überhaupt? Und wie komme ich hier wieder raus? Irgendwie habe ich jetzt noch mehr als sonst die Orientierung verloren. Können wir hier irgendwie raus? Einfach nur raus. Raus, 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 raus. Ja, okay. Okay, okay, gut. Der Rumpfdurchbruch Besatzungsquartiere, da hätte ich auch wieder rangehen können, aber... So, wir haben ordentlich Schaden genommen. Aber das ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist, dass wir noch immer nicht diesen Typen gefunden haben, den wir finden sollten. Diesen Lockwood oder wie er heißt. Rand Lockwood, glaube ich. Keine Ahnung, wo der sein soll. Keine verdammte Ahnung. Okay, wo sollen wir jetzt hin? Sollen wir zu diesem Maschinenlabor? Und da nochmal, weil da hatte ich ja auch nochmal einen Auftrag, oder? Ich gehe jetzt einfach zum nächstbesten Auftrag, und wenn das der Hauptauftrag ist, dann ist es eben so. Wo bin ich denn hier gerade eben? Was ist das hier? Ich weiß echt nicht, welcher Eingang das jetzt hier gerade ist. Aber sie lassen mich nicht rein. Maschinenlabor? Nee, die lassen mich nicht mehr rein. Also so einfach ist es nicht. Kommen wir jetzt nicht so leicht wieder zurück. Nee, wenn das hier das Maschinenlabor ist, dann ist der Frachtraum da unten, genau. Ja. Psychotronik ist ja anscheinend auch gesperrt.
Ja, das zeigt mir überall mehrere Ziele an, aber ich komme ja überhaupt nicht rein da. Also das sind auch noch völlig sinnlose Markierungen, weil ich da sowieso nicht durchkomme. Wir verwirren einen eigentlich bloß. Ja, und wo dieser eine Typ ist, das ist natürlich nicht markiert. Na gut. Na gut, da können wir jetzt im Moment nichts machen. Nein, 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 nicht, nicht. Okay, okay. Vorsichtig wieder hier reinfliegen. Und dann haben wir wenigstens diese Mission hier erledigt. Wenn wir sonst schon nichts erledigt haben. Immerhin diese Fabrikatorpläne. Und ich hoffe, dass dieses Ding dann auch ordentlich was ausrüstet. Ausrichtet. Weil ein bisschen mehr Feuerkraft als diese normalen Geschütze, das wäre schon echt nicht schlecht. Da hat die gute Frau schon recht. Das ist zumindest mal eine gute Idee. Ihr ganzes anderes Personal macht ja nicht sehr viel. Auch nicht mal wirklich nachdenken. Okay, vielleicht nicht direkt runterspringen, sondern halt. So, runtergleiten. Material sammeln soll ich dann auch noch, weil die soll ich ja bauen. Diese komischen Dinger. Ach, da komme ich ja gar nicht rein. Richtig. Wie ist jetzt, dass ich erst einmal zu ihr gehe? Oder soll ich direkt zum Fabrikator gehen und da produzieren? Oder was? Ja, ich könnte... Na, was soll's? Nee. Nein, nein. Oh, ich Idiot. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal zum Recycler. Dann dort kurz ein bisschen was ab. Moment, ich glaube, ich hätte noch mehr Zeug drin. Das ist genau das. Hier könnte auch noch abgeladen werden. Ja, das lassen wir jetzt mal so. Wenn das hier recycelt wird, schauen wir uns schon mal an. Hier, mobiles Geschütz. Ist es das hier, was sie haben wollen? Wahrscheinlich, oder? Ach, dann ist das aber der Plan für das ganz normale Geschütz, oder? Was die hier mit diesen tollen Geschützen meinen, ist einfach nur das Zeug, das hier auch rumsteht, oder? Ich dachte echt, den hätte ich schon längst gehabt, diesen Plan, aber anscheinend nicht. 3, 3, na toll, das sind gerade die Sachen, die ich am dringendsten brauche für meine Neuromods. Das Mineralzeug, ich meine, ich habe schon einiges gesammelt, so ist es nicht. Und hier liegt nochmal ein bisschen was rum. Aber trotzdem. Das hatte ich mir anders vorgestellt, das wollte ich nicht für Geschütze ausgeben. Und da steht ja auch noch eins, das könnten wir eigentlich auch noch irgendwie... Ja, aber ich... Na, hm. Ich krieg's halt nicht darüber. Da müssten sie mir hier erstmal aufmachen, was sie wahrscheinlich nicht tun werden. Ja. Da vorne steht auch noch eins. Wenn ich die benutzen könnte, wäre natürlich schon manches leichter. Verdammter Mauszeiger. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Chief, Rose hier. Ich habe Raum 1 durchsucht. Nichts. Wie verlässlich ist Ihre Quelle? Verlässlich. Durchsuchen Sie den Bereich nochmal. Der Schmuggler will die Schmugglerware angeblich beim nächsten Zyklus von Bord schaffen. Wenn Sie mir einen dieser schicken Helme aus der Psychotronik besorgen könnten, würde das die Dinge beschleunigen. Nicht lustig. Tut mir leid. Durchsuchen Sie den Bereich nochmal und erstatten Sie Bericht. Alisa, Ende. Blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches. Bitte halten Sie still. Da war ja nichts mehr, oder? Nur einen Moment. So gut doch, das hier ist noch da. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal... Ja, 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 das kenne ich alles schon. Das brauchst du nicht nochmal zu wiederholen. Jetzt kann man hier ein paar Sachen recyceln, einfach mit so einer Recyclerladung. Aber nachdem ich jetzt weiß, wie viel Schaden die Recyclerladungen anrichten, will ich die auch nicht hier für irgendeinen Scheiß verschwenden. Okay. Ohne Geschütze kein Code. Zu unserem Besten und Ihrem. Okay, also ich sollte einfach nur die Geschütze hier bringen.
Die Frage ist, wenn ich die jetzt da vorne fabriziere, wie trage ich die dann hierher? Ich meine, ich kann jetzt hier nicht hier rumspringen mit so einem Geschütz in der Hand. Die passen ja auch nicht in mein Inventar, oder? Ich meine, die Mission war doch... Schauen wir uns das nochmal genauer an. Die Mission war doch... Ah, ist irgendwo da unten wieder. Ja, hier. Platziere Geschütze im Bereich der Ladezone in der Nähe der Tür zu Frachtraum B. In der Ladezone in der Nähe der Tür zu Frachtraum B. Ich weiß nicht genau, was die meinen, ehrlich gesagt. Frachtraum B steht hier. Hier drüben, also links von mir aus. Jetzt geht Cargo Bay A, Cargo Bay B. Also meinen sie doch wohl hier. Das ist dann doch hier wohl die Ladezone, oder? Das heißt hier. Hier und dann gibt sie mir diesen Code hier und dann wird es hier aufgemacht. So ist doch der Plan. Die Frage... Ja toll, die Frage ist halt, wie soll ich jetzt hier die Geschütze von da drüben hier reinbringen? Hallo. Ja, ja. Hier ist doch nirgendwo ein Fabrikator hier drin, oder? Ich hab's doch gerade eben nachgeschaut, da ist doch keiner. Apparator-Dispenser, nein, 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 nein. Moment, nochmal kurz. Ebene 2. Nee, da vorne ist ein Fabrikator. Das ist der da draußen, den kennen wir schon. Personal, Lieferungen von der Erde verzögern sich vorübergehend. Bearbeiten Sie bis auf Weiteres nur bereits eingetroffene Fracht. Okay, was bringt mir das jetzt? Ach so, okay, verstehe. So muss ich das hier hochtransportieren. Über dieses Teil. Oh mein Gott, ist das mühsam. Oh Mann. Wieso ist der eigentlich so angeknackst? Hier hätte eigentlich noch gar nichts kommen sollen, was den irgendwie beschädigen könnte. Aber beschädigt ist er trotzdem. Ich nehme ihn mal mit. Ja, mal schauen, wie viele Geschütze die wirklich haben will. Und ob sie zwischen beschädigten und unbeschädigten Geschützen unterscheidet. So, Nummer 1. Charakteranpassung benötigt. Das können wir reparieren. Nummer 2. Und, ja gut, wir werden schon noch eins wenigstens craften, bis du dich mal an, oder? Drei sollten aber eigentlich reichen. Hoffe ich. Eins crafte ich jetzt mal, weil ich jetzt auch nicht wieder zurücklaufen will, dann. Wenn wir jetzt mal hier hochfahren, ja gut. Ja, schweren Herzens opfere ich das eben.
Kann ich das von hier aus? Moment, 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 ich will mitfahren. Ja, okay, sehr gut. Wunderbar, dann hätte ich mir dieses Klettern da vorne eigentlich sparen können. So. Oh Mann, ist das mühsam. Ja, geh aus dem Weg wenigstens. Wenn ihr mir schon nicht helft. Wenigstens tragen könnten sie mir helfen, oder? Hallo. Gut, den müssen wir jetzt nicht gleich in die erste Reihe stellen. Er kommt so ein bisschen seitlich hin, ist ja sowieso schon beschädigt. Na Quatsch. So, jetzt ausfahren. Okay. Zurücklaufen. Also wenigstens die eine da vorne, die auf dem Boden hockt und heult. Die könnte doch, wenn ich hier mit Geschützturbern durch die Gegend laufe, vielleicht mal mit anpacken, oder? Ich meine, Geschütztürme, das ist so viel Hoffnung, wie man hier kriegen kann. Also das Beste aus kann hier gerade eben nicht passieren. Als dass ich mit Geschütztürmen ankomme, da sollte sie mich eigentlich mit offenen Armen empfangen. Aber nein. Sitzt da rum und tut nichts. Okay, ich hoffe, dass ich dann auch wirklich die Anweisungen richtig verstanden habe und ich wirklich die Geschützturme dort unten hinstellen sollte. Bewege mich. Also, und ich hoffe, dass da auch wirklich drei reichen, weil noch viel öfter will ich das hier nicht mitmachen. Allerdings ist es wahrscheinlich schon gut, wenn wir drei haben, weil, also ich denke mal, einer würde wirklich nicht reichen oder zwei. Vor allem nicht, wenn einer davon schon angeschlagen ist. Es sind schon ein paar Phantome drin, also die Frau hat schon ihre Gründe, warum sie Geschütztürme hier haben will. So ist es nicht. So, machen wir noch einen. Oder müssen wir die hier direkt in die Ladezone stellen? Ja, wahrscheinlich müssen wir die da vorne hinstellen, sonst zählt das wahrscheinlich gar nicht. Ja, genau, okay. Noch zwei weitere, da haben wir es genau richtig gemacht. Drei Stück will sie haben. Jetzt werden wir sehen, ob das beschädigte Ding hier zählt. Ja, es zählt. Hoffentlich ist der Medizin-Operator einsatzbereit. Den werden wir danach brauchen. Moment, wir sollten das noch nicht aufmachen. Ich bin noch nicht bereit. Officer Maddox bereit. Waffe ist entsichert. Austin bereit. Machen wir's? Wir machen's. Es scheint fast so. Und anscheinend sind die anderen jetzt auch bereit, hier mal was zu tun. Wartet. Bevor wir das hier tun, ich würde dann schon auch gern möglichst viele von diesen Leuten durchbringen. Ich will nicht, dass alle sterben. Auch wenn sie faule Säcke sind. Ist hier noch irgendwas, was Psi herstellt? Weil Psi könnten wir brauchen. Nee. Es sind alle meine Waffen geladen. Munition? Check. Ja, Munition kann ich auch brauchen. Hosen voll. Check. Jetzt oder nie. Okay, wir speichern mal kurz und dann schauen wir einfach mal so, wie das läuft. Ich speichere sogar mal kurz richtig. Und ich glaube, ich sichere auch nochmal die Aufnahme, wenn wir schon dabei sind. Okay, beim Sichern der Aufnahme habe ich gerade eben gesehen, dass wir eigentlich schon weit über der Zeit sind. Aber ich will jetzt zumindest noch einen Versuch hier wagen zum gründenden Abschluss. Und egal, wie der jetzt ausgeht, das wird dann das Ende der Episode sein. Okay, versuchen wir es einfach mal so. Achso, ich habe immer noch keinen Code. Wo ist jetzt die Frau, die mir den Code geben sollte? AAG ist ausgerichtet und scharf. Ich freue mich schon, unseren Freunden einzuheizen. Ja, dann mach doch mal die Hier Tür auf. Hier ist der Code für Frachtraum B. Ah, natürlich muss ich den eingeben.
Sehen Sie sich um, bevor Sie die Tür öffnen und prägen Sie sich alles gut ein. Wenn Sie irgendwas doppelt sehen, wissen Sie, worauf Sie schießen müssen. Oh Mann, das wird übel. Na gut. 4022. Habe. Ha! Ja, wieder ein Punkt fürs Heimteam. Ausgezeichnete Schießerei, wenn ich das so sagen darf. Ist keiner von uns tot? Sie haben uns den Arsch gerettet. Jetzt gehen Sie da raus und versuchen noch mehr zu retten. Jetzt eine Zigarette. Mann, hab ich's vermisst zu kämpfen. Und gleichzeitig gar nicht. Okay. Es ist anscheinend keiner von uns tot. Ich habe ziemlich viel Munition und Psi-Fähigkeit verbraucht, aber wir waren ziemlich erfolgreich, alles in allem. Und ich glaube, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Ich habe mich jedenfalls nicht direkt feige verkrochen. Aber die Geschütze waren schon nötig. Okay, das wird jetzt das Ende der Episode sein. Wir wissen ungefähr, was wir nächstes Mal zu tun haben. Hier haben wir jedenfalls jede Menge Raum zu durchsuchen. Dann würde ich sagen, tschüss und bis bald, euer Grimdor.